Und Freunde, werte Gäste, ich möchte an das anschließen, was Dagmar vorhin gesagt hat, zum sogenannten Hartz-IV-Kompromiss. Und ich fange an mit dem Satz, der mir in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 9. Februar letzten Jahres am wichtigsten war. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das war für mich ein maßgeblicher Satz in diesem Urteil, denn es war richtungsweisend. Das erste Mal hat das höchste deutsche Gericht wirklich gesagt, sie haben nicht nur eigene Rechte, sondern sie haben auch eigene Ansprüche. Sie haben den Anspruch, nicht wie ein 60% oder 80% Erwachsener behandelt zu werden, sondern man muss ihre eigenen Bedarfe zugrunde legen. Aber genau das hat eben die Mehrheit des Deutschen Bundestags und die Mehrheit der Bundesländer in dem Kompromissverfahren nicht getan. Denn wir haben immer noch keine eigenständige Berechnung des Kinderregelsatzes, sondern immer noch eine Ableitung, auch wenn es jetzt anders begründet wird. Aber die Höhe der Regelsätze ist ja unangetastet geblieben. Es hat auch in der einzigen regulären Unterarbeitsgruppe, wo es um Bildung und Teilhabe für Kinder gehen sollte, ich sage das deshalb nur eine reguläre Unterarbeitsgruppe, Dagmar hat es ja beschrieben, es war ja so ein, ihr wisst es alle, so eine Kungelrunde, wie dieser Kompromiss entstanden ist. Erst wollte man Dagmar als unsere Vertreterin im Vermittlungsausschuss gar nicht dabei haben. Dann hat sie sich eingeklagt. Dann waren wir mal kurz dabei, auch in den Unterarbeitsgruppen. Ich durfte, wie gesagt, die Fraktion in der Unterarbeitsgruppe Bildung und Teilhabe vertreten. Und als sie dann gemerkt haben, wie wir ihnen auf die Finger schauen und dass wir wirklich mit Konzepten kommen, mit Zahlen kommen, mit eigenem Material in diese Verhandlungen gehen, da haben sie sich dann nur noch in Hinterzimmern getroffen und wir konnten daran nicht mehr teilhaben. Aber in dieser einen regulären Unterarbeitsgruppe, wo es um die Kinder ging, hat auch seitens der SPD und seitens der Grünen die Forderung nach einem höheren und einem eigenständig berechneten Regelsatz für Kinder keine Rolle gespielt. Wir waren die Einzigen, die diese Position eingebracht haben. Ich will dieses Bildungs- und Teilhabepaket noch etwas untersetzen. Dagmar hat ja zu vielen anderen wichtigen Dingen gesprochen. Es geht ja unter anderem um die Essensversorgung in Schulen. Wir haben in Brandenburg das große Glück, dass wir in vielen Schulen, fast allen Schulen, eine Mittagessenversorgung für Kinder anbieten können. Aber bundesweit sind es nur ein Drittel der Schulen. Das heißt, bundesweit nur ein Drittel der Kinder wird von dieser Unterstützung für Essenversorgung profitieren. Und auch hier müssen die Eltern trotzdem noch 1 Euro zuzahlen. Es wird ja immer nur verlautbart, jetzt gibt es endlich ein gesundes Essen für die Kinder. Sie müssen ja trotzdem noch mitfinanzieren. Aber wie gesagt, nur für ein Drittel der Kinder. Nachhilfeleistungen für Kinder gibt es nur, wenn die Kinder versetzungsgefährdet sind. Das heißt, wenn man ihnen das Sitzenbleiben ersparen möchte. Aber es gibt keine Nachhilfeleistungen, wenn das Kind das Ziel hat, seinen Notendurchschnitt zu verbessern, um zum Beispiel aufs Gymnasium wechseln zu können, um einen besseren Schulabschluss zu erlangen. Das heißt, Sitzenbleiben sollen sie nicht, aber bessere Schulabschlüsse sollen Kinder von Hartz-IV-Empfängern nicht machen. Dafür ist kein Geld da. Abgesehen davon, dass durch diese Leistung für Nachhilfe ja auch massenhaft Geld gepumpt wird in einen privaten Nachhilfemarkt. Also nichts gegen die Lehrerinnen und Lehrer, die dort den Kindern Nachhilfeunterricht geben. Aber es ist in vielen Teilen Deutschlands privatgewerblich organisiert. Das heißt, da wird richtig Geld gescheffelt anhand des Bedarfs der Kinder. Und dort wird eben öffentliches Geld jetzt reingegeben und leider eben nicht in die Schulen, in die Kitas, um dort die Qualität der Bildung zu verbessern. 10 Euro für gesellschaftliche Teilhabe, für Sport, für Musikschulen. Ihr kennt es alle im Land Brandenburg. Bitte zeigt mir mal eine Musikschule, wo man mit 10 Euro einen wirklich qualitativ guten Unterricht bezahlen kann. Ich habe mich da mal umgeschaut. Unsere Tochter geht selber an eine Musikschule. Für 10 Euro im Monat bekomme ich nicht mal eine halbe Stunde Gruppenunterricht ohne Leihinstrument. Das heißt also, mit 10 Euro lässt sich gesellschaftliche Teilhabe beileibe nicht bezahlen. Dazu wird ein großer Teil des Geldes noch in der Verwaltung versickern durch das Antragsverfahren, Bewilligung, Widerspruch etc. pp. Das Schlimmste daran ist, und das setzt dem Ganzen die Krone auf, aus meiner Sicht ist aber, dass die Betroffenen die in Anführungszeichen Erhöhung des Regelsatzes und das Bildungspäckchen selbst bezahlen. Zum einen durch das, was Dagmar schon ausgeführt hat, durch Kürzungen bei Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, aber auch zum Beispiel durch die Streichung des Elterngeldes für Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher.
Das sind 500 Millionen Euro, das ist in etwa so viel, wie das Bildungspäckchen kosten wird. Das heißt, die Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher bezahlen selbst das Bildungspäckchen für ihre Kinder. Das ist also nicht mehr soziale Gerechtigkeit, sondern wirklich nur ein fauler Kompromiss. Und letzten Endes wird auch durch diesen Kompromiss weiterhin forciert, dass Erwerbslose und Geringverdiener gegeneinander ausgespielt werden, denn durch die Ablehnung eines gesetzlichen Mindestlohnes werden hier die Niedriglöhner und die Erwerbslosen gegeneinander ausgespielt. Und ihr wisst alle, die Menschen gucken leider nicht nach oben, sondern sie gucken zur Seite, was verdient der, was verdient der. Und das führt zu wieder einem Abbau von Solidarität und nicht zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Und ein letzter Satz. Ich möchte meine Landtagsfraktion bitten und die Minister am Kabinettstisch, sich zu überlegen, ob vielleicht auch Brandenburg initiativ wird bei einer Normenkontrollklage der Bundesländer. Die Roten und Grünen haben es uns verweigert, dass wir uns beteiligen dürfen an der Normenkontrollklage gegen die Atomendlager. Wir sollten hier initiativ werden, dass es eine gemeinsame Normenkontrollklage der Länder gibt gegen diesen Hartz-IV-Kompromiss. Vielen Dank.